Hallo Freunde, wir sind zurück bei den Sims und zwar diesmal wieder bei den Van Heartstones. Bei den Vampiren. Arthur gerade chattet und der gute Vlad liest, glaube ich, die. Oh, ja, siehst du. Wunderbar. Okay. Beim Lesen hat Vlad erfahren, wie man Fische und Frösche in leckere Plasmabeutel verwandelt. Dann sollten die doch wohl mal angeln gehen oder so. Das hört sich lecker an. Wir können. Ja, Deck, ja. Wir können mal schauen. Kann man hier irgendwo angeln? Ach, da ist ein Fluss. Ja, aber da kommt man nicht hin, glaube ich. Nee, da kommt man so. Hier vielleicht. Zeig mal. Hier das? Können wir angeln gehen. Kannst du mal sehen. Ja, haben wir da Angel? Ja, die haben wir, glaube ich, automatisch, wenn wir da hingehen. Dann können die beide mal angeln gehen hier. Vielleicht fangen sie ja was. Und dann können sie sich da draus Plasmabeutel herstellen. Auf jeden Fall freut sich Vlad darüber, dass er jetzt angeln gehen kann. Ja, offensichtlich. Was ist das? Wir können da auf jeden Fall nichts machen. Teufelsaltar? Ja, kann sein. Aber wir können nichts machen. Ich bin mal gespannt, wie lange sie jetzt hier brauchen, bis sie hier sind. Können sie nicht als Fledermaus dahin fliegen? Gute Frage. Wir können einfach mal ein bisschen... Wo seid ihr denn jetzt, Leute? Hat die Angelfähigkeit erworben. Okay. Stopp. Na dann schauen wir doch mal. Sie sehen auf jeden Fall voll motiviert ihr was, aus. Ja, unheimlich motiviert. Oh, guck, da springen schon lauter Fische. Oh, ein ganz dicker ist da. Ja, mal sehen. Na? Ja, komm, hopp. Arthur hat was. Was hast du gefangen? Knoblauch. Nein. Das brauchen wir nicht. Komm, da schwimmen so viele dicke, fette Brocken drin rum. Das gibt leckere Plasmabeutel. Naja. Das wollen wir zumindest hoffen. Oh, die Wölfe heulen. Die Wölfe heulen, das ja. Es ist wunderbare Nacht. Wie geschaffen dafür? Wie geschaffen zum Angeln. Zumindest wenn man ein Vampir ist. Ich habe noch nie einen Vampir angeln sehen, ganz ehrlich. Ich auch nicht, aber ich habe mir gedacht... Und? Oh, Was ist das? Moos gefangen und er gar nichts. Auch nicht schlecht. Jetzt ja, es kann sein, dass wir erst im Level aufsteigen müssen, wenn wir hier Fische fangen wollen. Das ist durchaus möglich. Das ist ja frustrierend. Da hinten ist auch irgendwas auf der... Ach, das ist ein Grab. Okay. Ja, es kann durchaus sein, dass wir erst aufsteigen müssen. Auf jeden Fall höre ich auch Frösche quaken. Können wir Frösche fangen? Ja, müsste man mal gucken, ob es hier irgendwo in der Nähe Frösche zu suchen gibt. Hier. Was ist das? Knoblauchpflanze. Hingewickelt. Brauchen wir nicht. Und? Oh, Ava hat eine Elritze. Wow. 100 Gramm. Das ist ja der Hammer. 100 Gramm, das ist viel. Eine 100 Gramm schwere Elritze. Da kann man bestimmt jede Menge Plasmabeutel draus machen. Die hätte ich wieder reingeschmissen, ganz ehrlich. Ja, das... 100 Gramm, das ist ja noch... Wie heißt das bei Fischen? Aber hier Knoblauch, den können wir mal verkaufen. Ich meine, was wollen die mit Knoblauch? Naja, wenn mal ungebetener Besuch kommt oder so, ist Knoblauch vielleicht ganz nett. Ach, Vlad hat jetzt auch Knoblauch gefangen, oder was? Ah ja, hat er eben. Weg damit! Wer braucht schon Knoblauch? Aber ich glaube, das wird hier nichts mit dem Angeln. Ach Mann, es war so eine gute Idee. Ja, es war eine gute Idee, aber... Ich glaube, keiner von den beiden, ne? Jetzt, komm! Obwohl? Ein dicker Brocken. Komm, Arthur! Ja, er hat noch einen gefangen, immerhin. Was hat er gefangen? 110 Gramm, ein Goldfisch. Ein Goldfisch? Naja, ist nicht die Welt, Vlad, aber... Vlad, oh, komm. Zurück. Nichts. Ja, könnte man so sagen. Sag ich doch, die Fische sind zu clever, ja. Dann, Sollte woanders angeln.
Ja, der sollte woanders angeln, aber hier, ich glaube, hier in Vielleicht kann er. Forgotten Hollow gibt es nicht so viele Angelplätze. Da Vielleicht hinten kann er vielleicht noch. trocken angeln im Garten oder Ja, so. nee, da hinten gibt es auch noch Angelplätze. Hier vorne gibt es weiter nichts, aber da hinten ist noch einer. Naja, gut, aber wir Wir können wollen ja auch jetzt mal nicht die ganze schauen. Zeit Naja, angeln. eben. Wollte gerade sagen, wir können auch mal schauen, was wir hier noch. Ich glaube, Wer wohnt denn hier da so? wohnt niemand. Niemand. Aber wir könnten Ah, vielleicht. aber Arthur hat sich schon ein bisschen reingeangelt. Ja. Hat die schon wieder. Hatte die Wer ist uns denn nicht das? erst Training gegeben? Izumi Ikeda? Ja, kann sein. Das kann sein. Was denn das für eine Statue da? Zeig mal. Das ist bestimmt der Graf, oder? Das ist Könnte bestimmt sein. der Graf. Ansehen. Ja, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Okay, ihr zwei, Guck doch mal noch kurz, was die Stigmanzen geht doch mal machen. zurück nach Hause hier. Will ich mal gucken, was die Stinkmen zu treiben? Liegen sie im Bett? Ich habe keine Ahnung. Obwohl, die waren in der letzten Folge so müde. Ja, die Ach, hatten der ja wirklich müssten fast die die jetzt. Schlafkrankheit. Das war ja schon. Oh, warte. Wer kreucht denn da? Sarah Weishaupt. Freundlich vorstellen. Komm, Arthur, deine Chance. Du auch. Freundlich vorstellen. Bleib doch mal stehen, Tante. Boah, die watschelt aber ab. Bleib doch mal hier. Ja, okay, es ist 6 Uhr morgens. Ich denke, sie hat ihren Ja, wir Kaffee noch müssen. nicht gehabt. Ja, wir müssen dann auch nach Hause. Ich Es wird denke langsam hell, mal, siehst du? ja. Nee, lass mal. Dann lassen wir das. Du auch, bitte. Können die nicht als Fledermaus dahin fliegen nach Danke, ich muss Hause? los. Ja, ich muss auch los, weil es wird hell. Wo seid ihr denn jetzt? Da. Da. Okay. Einer von den beiden, also ich würde mal sagen, Arthur, müsste sich irgendwann mal einen Job suchen. Okay, das mit dem Durst, ja, das geht ja gerade noch. Dann kommt mal rein, Leute. Schade, dass sie nicht irgendwie telefonieren können Bertuni. wollen. Ja, Bertuni, genau. Es wird hell, bewegt eure Ärsche da rein. Hier hingehen. Mach mal Und als du Fledermaus hier hinfliegen. kannst als Fledermaus hier hinfliegen. Und. Ah, da ist er. Das geht doch viel schneller als Ah. gedacht. Ja, so ungefähr. Was die Hygiene angeht, scheint es bei denen ja beiden in Ordnung zu sein. The elf Naja, over the dann roof. plaudert halt mal ein bisschen. Nein, dann plaudert Scooter. mal ein bisschen. Oh. Vampirkampf! Zeig mal Vampirkampf! Nein, die sollen nicht gegeneinander Chilton. kämpfen. Komm. Die sollen ja auch nicht schießen. Anji! Oh, Hinaya! Paguna de Roib. Ublish de Borg. Grana Vampirkampf! Ura. Komm schon. Naba Flarzo. Vampirtraining anbieten. Guasha? Pepso. Benorf. Flumi Wame. Aga, Aga, Okay. Finib Ich Schwabe. Uskinara. Huh. Das war ein bisschen schwach. Uskarafa. Oh, stupid Nepsta. Kalimdor. Ah ja, er Oh. war wohl sehr begeistert. Guck, er ist schon angespannt. Jetzt kämpft sie gleich. Komm, komm, komm. Nee, Vampirfähigkeiten unterrichten. Er ist angespannt, weil er liebestoll ist. Okay. Wo soll er die denn jetzt Ja, herkriegen? gute Frage. Oder vielleicht doch einen ihn? Turingo. Ja, egal. Ein ihn oder eine sie ist, weiß ich nicht. Also ich kenne Arthas Vorlieben da nicht so wirklich. Was jetzt? Plaudern. Na gut. Fenep Vielleicht, es ist ja schon hell draußen. Das ist natürlich sehr schlecht. de
Aber wir können auch niemanden dahin schicken, oder? Das ist wieder dieser Benning. Guck mal, der sieht aus wie Anthony. Ja, so ein Mit bisschen. ein paar kleinen Unterschieden. Guck dir das an. Die Haare sind ein bisschen anders, aber der hat dieselben Klamotten an. Vielleicht so der lang verschollene Bruder, Na, wer weiß. Wer weiß. den man jetzt am Arsch der Welt wieder Alvinfa? begegnet. Ah, das Ups, könnte sein. Thomas. Your buoy. Nativa Munkim Ja, schönes Zapafuba. Gespräch zwischen euch. Es ist immer noch angespannt. Ist natürlich sehr blöd, dass es. Inorb. Du bist angespannt. Was könntest du denn mal Renka. tun? Quetzharfen. Können wir Filme gucken? Haben wir Beshta. Fernseher? Nee, wir haben keinen Fernseher. Hibbi-chib. Joyam Babadev. Könnte er dann machen? Schaumbad Er nehmen? könnte mal ein Bad nehmen, ja, hier gegen Jekka-chips. angespannt. Nimm mal ein Schaumbad. Ach so, ich dachte, jetzt geht er raus. Nee, nee, hier drin. Wir haben ja eine Badewanne, haben wir ja, Gott sei Dank. So, Vlad, dann. Oh! Ist ein Hitzkopf. Ja. Lies das Buch, genau. Lies das Oh. Buch. Aber dass wir keine Plasmabeutel haben, ist natürlich sehr schlecht, muss man sagen. Spul mal, kannst du vorspulen, dann können wir wieder rausgehen. Es ist blöde, es ist so lange kann ich. Sie könnten beide schlafen gehen jetzt gleich und dann. Oh, Arthur ist verspielt. Na Da dann. sagt doch mal einer, dass ein Schaumbad das nicht kuriert. Also ich hätte ja jetzt eigentlich eher auf eine kalte Dusche getippt, aber gut. Ja. Schaumbad geht auch. Naja, warum nicht, ne? Und die müssten langsam wirklich mal anfangen zu arbeiten. Ja, einer von beiden müsste sich, wenigstens einer von beiden müsste sich einen Job suchen. Na gut, Vlad, du kannst schon mal schlafen gehen, würde ich sagen. Vor allen Dingen hat der schon richtig Durst. So, du kannst dann auch schlafen gehen. Vielleicht können wir das dann ein bisschen beschleunigen. Na los. Geh mal schlafen. Schleich mal zu deinem Sarg. Ja. Der hölzerne Billigausstatter. Ja, ist ja nicht schlimm. Hauptsache schlafen. Okay. Oh! Ach. Ja, jetzt, bitte, bitte, bitte! Nein, das ist doch Tag. Ja, aber da stand doch um 20 Uhr. Die wollte ihn einladen. Und du wirkst das immer ab. Mann. Ja, wir können ja mal bei denen vorbeigehen dann gleich. Wir müssen. Okay. Er leidet unter Schlaflosigkeit. Kann sein. Er braucht auf Der jeden Fall du ist. dringend. Ja. Er braucht auf jeden Fall dringend. Was macht er jetzt? Chatten. Na super. Na komm. Wir beschleunigen das mal noch ein bisschen vielleicht. Ah Was der ja. denn auf? Yay! Ja, ich wollte, dass es gleich dunkel wird. Naja. Blah, 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 blah. Ja, Oh, das ist wunderbar. Ja, wird's langsam dunkel. Ah, die Abenddämmerung hat schon eingesetzt. Ja. Also ich denke gleich. Ach, die können schon raus. Es ist schon fast dunkel. Ja, komm, Vlad. Wer ist das? Viktor Feng. Wer ist das? Warum können wir den nicht anklicken? Als Fledermaus hier hinfliegen. So, beweg dich, Vlad. Und dann stell dich doch mal vor. Der will sein Blut. Nee, eben nicht. Das ist ein Vampir. Scheiße. Aha. Zatorb. Ah. Dag.
Blancas. Über die Vergänglichkeit spotten. Chabin Durkim. Nibs Gadafeb. Vanuka Doi. Da, da. Oh, Abendessen. Frühstück. Weg ist er. Weg ist er. Ja. Oh, Mann. Tibo. Gönnir. Pruba. Frühstück. Kay Wes. Ja. Chubby's Turka. Das wäre schön. Ja, wer weiß. Oh, da ist jemand. Appetitliches Abend, Frühstück. Ich will immer Abendessen sagen. Da ist sogar richtig was dran. Anbrüllen. Fesselnde Geschichte erzählen, komm. Nicht du. Nein, lass sie in Ruhe. Über Sonnenlicht beschweren. Und jetzt. Wo ist denn wohl? Plasma trinken. Ausgiebig, der hat totalen Hunger. Ja. Severim. Jarjuk. Okarau. Stimmt, er kann so ausgiebigen Trank nötigen. Ich meine, da ist genug dran. Ja. Die Wittertchen aushalten. Nur los. Komm, komm, Vlad. Etchudna. Tranquil. Hibby Chib. Ja, jetzt aber. Yummy. Na also. Das ist lecker. Oh, die Arme. Jetzt tut's mir doch ein bisschen leid. Ach na ja. Wie wird das schon? Oh oh. Was ist mit ihr? Ich weiß nicht. Oh oh. Sie ist. Ach so. Sie will ins Bett bestimmt. Er fühlt sich auf jeden Fall schon wieder viel besser. Allerdings hat er immer noch Durst. Und was macht Afa in der Zeit? Er fühlt sich auch unwohl, weil er Durst hat. Vielleicht finden wir ja noch jemanden hier, den wir schnell mal eben anzapfen können in der Zwischenzeit. Da kommt doch noch jemand. Ich kann mir vorstellen, wenn man das zu oft macht, dann verschwinden die. Ja, weiß ich nicht. Freundlich vorstellen. Der geht. Ja, noch bleibt er. Na komm schon. Mach dich hin. Wo bist du? Wo bist du? Ach, da unten. Oh je. Du musst ja erstmal ums ganze Karree laufen. Naja, egal. Die Kalorien sind dann gleich wieder abtrainiert. Hat Blut Kalorien? Das weiß ich doch nicht. Kann Plasma Fett machen? Keine Ahnung. Muss man dann auf eine weiße Blutkörperchen-Diät? Oh nein, er hat sich noch nicht mal angezogen. Nee, der hat Hunger. Er hat's eilig. Ja. So. Der Arme. Boah, der kippt gleich aus den Latschen. Was ist denn hier los? Klappete Brennetu. Genera Sibu. So, mehr Auswahl, Vampir. Und zu einem ausgiebigen Trank nötigen. Nobi. Dizzy. Yebu. Whoa. Yeah. Yomp. Na los. Und? Spitz die Reißzähne. Du hast jetzt laber nicht so viel. Mach hinne, Arthur. Ja eben, siehst du, der sagt's auch schon. Bla bla bla. Cardinal Sabi. Meine Güte. Der übertreibt es echt mit seinem ich möchte ein netter Vampir sein, oder? Ja, sieht so aus. Da, Fast Food. Ja. Okay, jetzt aber. Ja, sie zeigen ja immer ihre dunkle Seite, wenn sie... Na endlich. Okay, rein damit. Das hat aber gedauert. Mann, Mann, Mann. Na also. Ich glaube, der gute Vlad hat ein bisschen Pech gehabt. Die alte war wahrscheinlich blutarm oder so. Wieso? Ja, weil er hat sich jetzt fast satt getrunken. Oh oh, oh oh. Er ist eingepennt. Na dann. Okay. Wir haben es geschafft, ja. Gute Schwingungen. Mit erhobenem Hintern, Mann, Mann. Naja.
wie jemand schläft, ist ja jedem seine Sache, aber wir sollten vielleicht mal schauen, wo es, er steht hier immer noch. Ah, ja, geh doch schon mal nach Hause, Vlad. Hier, du kannst noch mal ein bisschen weiterlesen. Noch einmal lesen, bitte. Und du kannst auch nach Hause kommen. Und das nächste Mal gehen Sie bitte auf ein Konzert. Das können Sie tun, ja. Aber jetzt, wo ist Arthur? Ah, er kommt. Angejoggt in Er seiner kommt in seiner Schlafshorts. Unterhose, ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir dann den Part jetzt hier an dieser Stelle beenden müssen. Seid Und gespannt, ja. was unseren Vampiren noch so widerfährt. Immerhin, warum kommt Arthur nicht rein? Hat keinen Bock. Hat keinen Bock auf seinen Hier kannst Vater. mal, keine Ahnung, Sims Forever spielen. So, na also, ah. Vlad hat sich, ich muss los, danke. Hä? Ach so, der hat wahrscheinlich da noch gelegen. Okay, also, wir beenden den Part an dieser Stelle. Was möchtet ihr demnächst sehen? Was sollen unsere Vampire tun? Schreibt es in die Kommentare. Ja, Wir das wäre spielen es für nett. euch. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Vielleicht auch ein Abo. Ja. Das wäre echt klasse. Okay, wir freuen uns Wir drum. freuen uns auf euch und auf die Sims und überhaupt. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn die Abendwölfe wieder spielen. Genau. Und tschüss.